Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Wir gehen gemeinsam ins Dark Web. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich extrem, gemeinsam heute wieder mit euch das Darknet zu durchstöbern und einfach mal schauen, was auf uns zukommt. Ihr seht, ich habe heute schon so einen Fleece-Pulli an. Es wird langsam kälter draußen. Wir haben heute irgendwie so 5 oder 6 Grad. Also, ja, ich würde sagen, der Winter kann meiner Meinung nach kommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Seid ihr eher so eine Winter- oder eher eine Sommerperson? Schreibt es in die Kommentare. Winter oder Sommer? Wie auch immer, ich würde sagen, bevor wir ins Darknet gehen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir, denn wir gehen jetzt ins Darknet. Alright, meine Freunde, wir befinden uns jetzt im Darknet, wie ihr sehen könnt. Und ich habe jetzt eine Seite gefunden, die ich eigentlich ganz interessant finde. Ich weiß nicht, ob das Ganze hier so eine Grauzone ist. I don't know. Auf jeden Fall handelt es sich hierbei um Gerichtsverfahren. Gerichtsverfahren weltweit. Also ihr seht zum Beispiel hier Russland, Ukraine, USA, Kanada, Frankreich und so weiter. Und dann gibt es noch 13 weitere Länder. Dann die verschiedenen Regionen. Dann welches Gericht das war und welcher Richter. Zudem kann man dann hier auch noch sehen, welcher Anwalt und so weiter. Und schlussendlich handelt es sich auf dieser Seite um Gerichtsverfahren, welche du hier komplett nachschauen kannst. Wir haben dann hier verschiedene Dokumente. Ihr seht es hier unten. 157 Millionen. Verschiedene Dokumente von verschiedensten Gerichtsverfahren. Und die könnte man sich jetzt theoretisch alle durchlesen, also von allen möglichen Fällen. Wir können jetzt zum Beispiel hier mal in, hier mal in Frankreich reinklicken. So, jetzt sind wir zum Beispiel in Frankreich drin und jetzt haben wir hier die verschiedenen Regionen. Zum Beispiel könnten wir jetzt sagen, okay, wir wollen mal Fälle und Gerichtsverfahren sehen, welche in Paris stattgefunden haben. Und in dem Fall wären das 40.000, die man sich jetzt hier anschauen könnte. Und ihr habt dann hier... Ja, und hier haben wir jetzt über 40.000 Einträge, in welche es tatsächlich um Fälle und vor allem Gerichtsverfahren in Frankreich geht, was ich ziemlich krass finde. Ich finde es ziemlich krass, denn anscheinend sind die meisten Gerichtsverfahren in Russland mit 94 Millionen Einträge, die wir hier auf der Seite haben. Und die gehen von 2006 bis 2021. Ja, und man könnte jetzt quasi wirklich alle 94 Millionen Gerichtsverfahren sich hier ganz in Ruhe durchlesen und schauen, was es alles gibt und was alles passiert ist. Also es ist mega crazy, was da alles gibt. Wenn ihr Bock habt, dann können wir dazu sehr gerne mal eine separate Folge machen und uns hier wirklich mal in Ruhe mal ein bisschen was durchlesen. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt auf jeden Fall nach einer weiteren Seite, denn ihr wollt ja nicht nur eine Sache sehen und das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Machen wir weiter. Aha. Ja gut, also wenn ich solche Seiten sehe, schlussendlich geht es hier, wie ihr auch schon seht, um geklaute PayPal-Accounts, die man hier kaufen kann, gehackte PayPal-Accounts. Ich bin auch immer der Meinung, dass irgendwie so 90% oder 95% von diesen Seiten im Darknet absolute Scam-Seiten sind. Die behaupten, sie würden dir irgendwelche PayPal-Accounts verkaufen, aber das ist meistens alles nur Quatsch. Zudem ist es ja auch höchst illegal, sich da irgendeinen geklauten oder gehackten Account zu kaufen, weil ihr müsst euch mal vorstellen, das könnte euer Account sein, so. Ihr werdet irgendwie gehackt und euer Account wird halt einfach verkauft im Darknet. Und da ist irgendwie Guthaben und keine Ahnung was von euch drauf. Also finde ich eine ganz, ganz krasse Sache, aber für die Leute, die meine Serie ja schon ein bisschen länger verfolgen, ihr wisst ganz genau, dass das eigentlich was ganz Normales im Darknet ist und dass du ja gefühlt Kreditkarten, Bankaccounts, PayPal-Accounts, das kriegst du gefühlt an jeder Ecke im Darknet. Ja, und hier könnt ihr es jetzt noch ein bisschen besser sehen. Hier habt ihr jetzt quasi die ganzen verschiedenen Accounts zur Auswahl, ja. Und hier steht dann auch immer drauf, wie viel Geld auf diesem Account sich befindet. Und ihr seht auch schon, das sind ganz verschiedenste Accounts, zum Beispiel europäische Accounts, da sind jetzt Euro drauf. Hier sind US-Dollar drauf, hier sind Pounds drauf. Und dann seht ihr auch immer, was die dafür verlangen. Also theoretisch könnte man sich so einen Account kaufen mit 1.388 Euro Guthaben drauf. Man zahlt aber 177 Dollar und der Account kommt aus Italien und ist ein persönlicher Account.
Ja, das sind halt immer so Sachen, wo ich mir halt immer denke, erstens, warum tun Leute sowas? Und zweitens, warum sollte man das machen? So, du machst dich strafbar und das ist das Geld echt nicht wert. Also das ist ein absoluter Quatsch, kommt ja nicht auf dumme Ideen. Und wie ihr natürlich wisst, die Serie, die ich hier auf YouTube für euch mache, dient natürlich nur zu Bildungs- und Aufklärungszwecken. Deswegen zeige ich euch das Ganze jetzt mal. Also man könnte jetzt, ich habe jetzt mal auf einen von diesen Accounts geklickt, damit ihr einfach mal sehen könnt, wie das Ganze dann normalerweise abläuft. Und dann habt ihr halt hier die ID von dem Account, hier seht ihr, wie viel Geld drauf ist, wo er herkommt und was er euch kostet. Und ja, jetzt hat man hier drauf geklickt. Und jetzt müsstest du quasi hier deine Kontaktinformationen angeben und dann wirst du wahrscheinlich zu irgendeiner Bezahlseite weitergeleitet und könntest das theoretisch dann kaufen. Ich glaube aber, das ist eine Scam-Seite, wo du quasi diese 177 US-Dollar zahlst und du bekommst einfach nichts davon. So, jetzt verlassen wir aber die Seite, jetzt habt ihr es mal gesehen und wir schauen mal weiter, was wir hier so finden. Okay, keine Ahnung, was uns da jetzt erwarten wird. Ich habe so ein bisschen auf so eine, ja, so eine Art Reddit, bloß im Darknet, ein bisschen rumgeguckt in Foren, ob ich irgendwelche interessanten Seiten oder so weiter finde. Und ja, da wurde diese Seite hier angegeben, die wir uns hier gerade anschauen. Und ja, ich verstehe nicht so ganz, was da steht. Ich glaube, das hat auch alles gar keinen Sinn, was da geschrieben wurde. Aber es gibt ein Video auf der Seite und ich hätte gesagt, wir schauen uns dieses Video einfach mal an. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es irgendetwas ist, was ich euch zeigen kann und nicht, dass wir es hier mit irgendeinem Video zu tun haben, was, ja, ist ja auch egal. Wir schauen es einfach mal an und ich bin gespannt. Let's go. Ich wollte gerade sagen, habe ich auf Play gedrückt, aber ja, da passiert irgendwas. Okay. Also irgendjemand scheint eine Dame zu filmen, so wie es aussieht. Okay. Irgendjemand scheint eine Frau zu filmen. Oh, damn, was passiert jetzt? Okay. Damn, das ist safe irgend so ein Stalker-Video. Das safe irgend so ein Stalker-Video von irgend so einem Psycho, der das hochgeladen hat. Ich finde es ein bisschen creepy, muss ich ehrlich sein. Okay, aber da muss ich auch ehrlich sagen, das war nicht so klug von der Frau, dass sie den Schlüssel da direkt unter die Matte hat. Klischeehafter geht's auch nicht. Oh damn, der ist einfach jetzt in ihrem Haus. Yo. Ich finde es absolut creepy. Aber die Frage ist halt auch wieder, ob das jetzt echt ist oder gestaged ist. Das ist wirklich creepy. Und das Video ist zu Ende. Okay. Ich schließe mal die Seite. Yo. Keine Ahnung. Was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, das war ein echtes Video? Oder irgendein Fake? Irgendwas Geschauspielertes? Ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen. Natürlich kann es irgendwas Inszeniertes sein. Könnte aber auch echt sein. I don't know. Aber es war gruselig. Also stell euch mal vor, so ihr seid alleine zu Hause und irgendjemand beschattet euch und keine Ahnung, es kann ja gut sein, dass jemand von euch schon sowas passiert ist und ich hoffe, dass ich jetzt niemanden mit diesem Video, was wir gerade angeschaut haben, getriggert habe. Wenn ja, tut es mir leid, aber ich hatte ja am Anfang schon eine Triggerwarnung.
rausgehauen. Ja, keine Ahnung, ist schwierig zu sagen. Ist schwierig zu sagen, was, ob diese Videos echt oder nicht echt sind, die wir immer mal wieder finden. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir schauen mal weiter, was wir hier noch so finden. Ja, und hier ist auch wieder so eine Seite. Das trifft zum Thema von vorher eigentlich wieder ganz gut. Also das ist jemand, welcher anscheinend geklaute Bitcoin-Wallets verkauft. Also für die Leute, die nicht wissen, was eine Bitcoin-Wallet ist. Bitcoin ist ja eine Kryptowährung und die kannst du nicht einfach so auf einem bestimmten Konto haben, sondern du brauchst dafür so eine bestimmte Wallet, sagt man dazu, also ein Geldbeutel auf Deutsch. Und da kannst du quasi deine Bitcoins dann quasi, ja, aufbewahren. Und das ist anscheinend irgendein Hacker, welcher ja Bitcoin-Wallets klaut oder hackt und diese dann im Darknet verkauft. Und die Person schreibt auch dazu, du zahlst nur 10% von dem, was in der Wallet drin ist und bekommst dann den Rest. Aha. Gut, wir haben jetzt hier eine Adresse, eine E-Mail-Adresse, die sperrt sich jetzt aus, weil ich will nicht, dass hier irgendjemand auf dumme Gedanken von euch kommt. Und hier sind irgendwelche Screenshots bzw. Bilder, die gemacht wurden. Und hier sind anscheinend die Wallets. Okay, ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, was jetzt hier genau gemacht wurde. Aber anscheinend ist das der Beweis für das. Okay, also hier sind irgendwie 340 Bitcoins. Kann das sein? I don't know. Ich kenne mich damit nicht gut aus. Aber so wie es aussieht, ja. So wie es aussieht, handelt es sich hier tatsächlich um irgendeinen Hacker, der halt eben genau das verkauft. Wenn ihr euch wundert, warum ich das ausgeschwärzt habe, das ist der Name von der Person. Wahrscheinlich hat sie dieses Bild hier so mit diesem Namen von sich selber gemacht, um zu beweisen, dass es echt ist. Und ich will nicht, dass ihr irgendwie auf dumme Ideen kommt und nach dem Namen irgendwo auf, keine Ahnung, vielleicht kannst du ja irgendwo danach suchen und du gelangst dann zu der Person. Deswegen schwärzt sich sowas immer ganz gerne aus. Aber okay, scheinbar kannst du hier ja, geklaute Bitcoin-Wallets kaufen. Ob das echt ist oder Scam ist, I don't know. Versucht sowas nicht, macht das gar nicht. Denn das ist auch höchst illegal. Aber schauen ist immer noch was anderes, als es schlussendlich tun. Squid Game from the Dark. Ist das jetzt. Okay. Did you ever thought about being a hero? Also hast du schon mal drüber nachgedacht, ein Held zu sein? We will give you a once in the lifetime opportunity. Wir werden dir eine einmalige Gelegenheit bieten. You like having fun and get paid for it? Also magst du es, Spaß zu haben und dafür bezahlt zu werden? There will be a total of 200 people, only one winner. Es wird insgesamt 200 Menschen geben, aber nur ein Gewinner. Prize Money, also Preisgeld, sind 1,5 Millionen Dollar. We will launch the first real-life Squid Games in Abu Dhabi. What? Das ist doch ein schlechter Scherz, oder? Also, what? Okay. Ich weiß nicht so recht, ob ich das glauben kann. Don't know. Also anscheinend sollen echte Squid Games stattfinden, also echte Real-Life Squid Games. Und anscheinend in Abu Dhabi. Und da ist irgendwie ein Bild von, ich weiß nicht, vielleicht irgendeinem Scheich oder so von dort mit einer Squid Games Karte. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Squid Game ist, Squid Game ist eine Serie, die es auf Netflix gibt, meiner Meinung nach eine extrem gute Serie, eine südkoreanische Serie. Und dort geht es schlussendlich darum, dass es. Ja, da gibt es so ein Spiel, so ein riesiges Spiel, was gespielt wird, das sogenannte Squid Game. Und dort gibt es 450 Teilnehmer. Und du kannst eben ganz, ganz viel Geld gewinnen. Alle Leute, die mitmachen, haben Schulden und privat sehr viel Probleme, deswegen machen die da mit. Was sie schlussendlich nicht wissen, ist, dass wenn du in dem Spiel verlierst, stirbst du. Und es kann eben nur einen Gewinner geben. Und das ist sozusagen die letzte Person, die überlebt hat und alle Spiele gewonnen hat. Und sowas soll anscheinend in Wirklichkeit stattfinden. In Abu Dhabi. What? The first game is already finished. The other games are still under construction. Yo, also auf Deutsch halt eben, das erste Spiel ist fertig und die anderen Spiele sind noch in Bearbeitung. Und da ist so ein Bild von dem, ja, vom ersten Spiel von Squid Games. Für die Leute, die es gesehen haben, die wissen ganz genau, was diese gruselige Puppe
zu was diese Puppe entstanden ist und welches Spiel das ist. Yo. Okay, krank. Okay, das ist krank. Aber mehr gibt's nicht auf dieser Seite. Yo, als ob. Wer kommt auf die Idee? Ich weiß nicht. Da müsste man sich jetzt wirklich mal ein bisschen informieren, ob man dazu vielleicht wirklich schon irgendwas mitbekommen hat oder so. Ich habe absolut keine Ahnung. Hab ich. Anscheinend sollen die echt, soll es ein echtes Squid Game geben. Mit 200 Teilnehmern. Junge, das ist doch nicht. Wie? Wo? Was? Oh mein Gott, ich will alles darüber wissen. Und das ist halt wirklich jemand aus. Es sieht aus, als wäre der aus den Emiraten. Und hat halt so eine Karte in der Hand. Und es steht halt auch hier: Wir werden die ersten Real-Life Squid Games in Abu Dhabi starten. Wie kann man sowas durchbringen? Das kann doch nicht legal sein. Klar, jeder ist selbst dafür verantwortlich, wenn er bei sowas mitmacht, aber wie kann das. Also, yo, das ist krank. Ich will mehr darüber wissen. Es gibt kein Datum. Man weiß nicht viel darüber. Es gibt keine E-Mail-Adresse oder irgendwas. Keine Kontaktdaten. Das ist alles, was wir auf dieser Seite haben. Diese Seite und die andere Seite, wo halt eben dran steht, dass die gerade dabei sind, das aufzubauen. Das ist absolut crazy. Oh mein Gott. Real-Life Squid Games und der Gewinner bekommt 1,5 Millionen Dollar. Es soll anscheinend ein echtes Squid Game geben und das in Abu Dhabi. 200 Spieler können mitmachen, es wird einen Gewinner geben und der bekommt 1,5 Millionen Dollar. Das ist absolut crazy. Jo, ich finde es absolut crazy. Also keine Ahnung, wenn das tatsächlich in Real-Life stattfindet, ich muss mehr darüber rausfinden. Und ihr könnt gerne auch ein bisschen recherchieren und es mir unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas darüber rausgefunden habt. Oder schreibt es mir einfach auf Instagram, wenn ihr irgendetwas darüber rausgefunden habt. Wir müssen rausfinden, was es damit auf sich hat. Ob das Ganze nur ein Riesenscam ist hier im Darknet und die einfach nur die Leute verarschen. Oder dass halt tatsächlich sowas in Abu Dhabi stattfinden wird. 200 Teilnehmer soll es geben, ein Gewinner, 1,5 Millionen Dollar Preisgeld. Yo. Wenn das genauso wie in der Serie ist, dann wäre das absolut crazy. Okay, das ist absolut krank. Ich bin gerade übelst baff. Aber ich lasse mich halt immer übelst von solchen Sachen beeindrucken. Natürlich kann das jetzt einfach irgendeine Spaßseite sein. Wisst ihr, dass irgendein Dude sich im Darknet gedacht hat, komm, wir machen uns einfach einen Spaß draus und versuchen die Leute einfach alle hops zu nehmen. Ich meine, wenn wir hier drauf gehen, steht ja dran, dass die jetzt bis jetzt das erste gebaut haben. Und dass die ganzen anderen Spiele noch in Bearbeitung sind. Das heißt, so schnell wird es nicht stattfinden. Außer die Seite, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie lange diese Seite online ist. Oder ob die einfach nicht mehr geupdatet wird. Kann natürlich auch sein. Ah, ich bemerke gerade erst, dass da hinten im Hintergrund diese Kekse da sind. Diese zuckergegossenen Dinger, die die da in dem einen Spiel lösen müssen. Ist mir gerade erst aufgefallen. Ja, gut. Sehr interessant. Ob das jetzt schlussendlich echt oder nicht ist, wissen wir erstmal nicht. Vielleicht finden wir noch mehr drüber raus. Aber aktuell müssen wir uns damit zufrieden geben. Aber wie gesagt, ich werde recherchieren. Ihr könnt auch gerne recherchieren. Schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr irgendwas darüber rausgefunden habt. Ja, wie auch immer, ich würde sagen, mit dieser Seite hier beenden wir das heutige Video. Ja, meine Freunde, war eine sehr, sehr interessante Folge wieder mit euch. Ich weiß schon gar nicht mehr, die wievielte Episode wir heute haben. Werden wir dann später am Titel sehen. Es macht mir einfach unglaublich viel Spaß mit euch immer. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Und ja, danke, dass ihr immer am Start seid und dass ihr mich so unterstützt, dass ihr das alles so feiert, gemeinsam mit mir ins Darknet zu gehen. Sei es nicht nur die Darknet-Videos, auch die anderen Videos, die ich für euch produziere. Alles Mögliche. Ich bin euch einfach sehr, sehr dankbar. Ist einfach nicht in Worte zu fassen. Und ich hoffe an dieser Stelle, dass es euch allen gut geht, euch und euren Familien. Ich wünsche euch nur das Beste. Es wird langsam ein bisschen kälter, zieht euch also ein bisschen wärmer an, weil sonst sind wir bald wieder alle erkältet. Und ja, habt noch einen schönen Mittwoch, einen Mittwochabend oder wann auch immer ihr das Video jetzt anschaut. Habt noch einen schönen, vielleicht guckt ihr es auch erst am Donnerstag oder am Freitag. Ihr könnt auch sehr gerne meinen Zweitkanal abonnieren, weil für die Leute, die es nicht wissen, ich habe tatsächlich einen Zweitkanal, da sich sehr, sehr viele Leute gewünscht haben. Dort lade ich Videos von meinen Reisen, allgemeinen Vlogs, einfach so ein bisschen privatere Sachen aus meinem Leben hoch. Wenn ihr das sehen wollt, checkt es unten ab, ist in der Videobeschreibung oder einfach Dennis König Vlogs auf YouTube eingeben. So, das war's, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.